Dann gucken wir mal, was es so Schönes im Teezimmer gibt. Ich finde irgendwie so Teezimmer passt du hier gar nicht dafür. Hätte ich eher so hier einen Tisch und dann so am Fenster sitzen und ein bisschen Tee trinken. Das stelle ich mir erstmal so als Teezimmer vor, aber das hier ist so das weiß ich nicht. Ich finde das irgendwie nicht so schön. So, okay, das nehmen wir gleich mit. Ich gucke erstmal hier überall durch. Aha, eine Gabel, nur eine. Alles fein säuberlich steht hier drin. Ist eine Uhr auch stehen geblieben. Okay, zu einer anderen Zeit. Ich dachte schon, die wäre alles wieder zur selben Zeit. Die haben hier dasselbe Bild wie der Pater. Gut, dann haben wir hier noch ein Buch und einen Schlüssel, das wir aufnehmen können. Stifte, hier können wir nichts machen. Ich weiß, wir konnten auch gerade lesen. Hier können wir auch lesen. Lass mal untersuchen. Das sind viele beleidigende Briefe. Kann ich nicht nehmen. Was hatten wir denn hier? Nelson Brown Investigation, 17. Februar 1993. Untersuchung der Spendengelder der Payne Street Community Hospitals. Sehr geehrte Mrs. Vivian Roberts, unsere letzte Untersuchung zeigt, dass Dr. Henry Johnson Gelder von der Roberts Relief Foundation veruntreut hat. Er sendet das Geld in kleineren Summen auf ein privates Offshore-Konto, das auf den Namen Jefferson Investments LLC läuft. An jedem 5. eines Monats wird die genaue Summe von 9.990 Dollar überwiesen, angeblich als Bezahlung für medizinische Vorräte und Ausrüstung. Jedoch gibt es weder für die Ausrüstung noch für die Vorräte Belege. Die Situation besteht seit 16 Monaten. Stand jetzt hat er fast 160.000 Dollar veruntreut. Alles klar, okay, der Doc hat also Dreck an Stecken gehabt. Die Frage ist, hat Vivian ihn dann vielleicht getötet? So, erstmal ein Schlüssel mit einem exquisiten Design. Ich nehme den hier erstmal mit und dann haben wir hier Vivian Roberts Diary. Alles klar, das Tagebuch von der Vivian. Freitag, 28. April 1972. Charles stellt sich zur Wahl. Ich habe mit Wilson und Edwards gesprochen und beide wollen uns unterstützen. Ich glaube, das tun sie nicht nur, um geschäftliche Vorteile daraus zu ziehen, vielmehr glauben sie an Charles. Ihre Unterstützung wird die Moral in unserer Partei verbessern. Soweit erstmal gut. Freitag, 30. Juni 1972. Heute ist unser Jahrestag. Charles hat mich in mein Lieblingsrestaurant eingeladen. Das war eine große Überraschung und ich war so glücklich, weil ich dachte, er hätte es vergessen. Nach dem Abendessen sind wir den Rest des Abends am Strand entlang spaziert. Wir haben uns unterhalten wie verliebte Teenager. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so sorglos war. Oh, das klingt schön. Vor allem am Strand spazieren gehen. Oh, das habe ich ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich noch nie gemacht. Na, okay. Mittwoch, 9. August 1972. Magdalene kommt. Was soll ich tun? Sie fragt immer, wann wir Kinder haben werden. Ich glaube, dazu bin ich noch nicht bereit. Nicht, wenn ich mich noch von der Fehlgeburt erhole. Das ist schon eine Fehlgeburt. Freitag, 13. Oktober 1972. Edwards hat heute angerufen und versucht, mich zu einem Gefallen bezüglich einer geschäftlichen Vereinbarung zu drängen, über die wir vor Monaten gesprochen haben. Ich habe es abgelehnt, weil es die Vertrauensvereinbarung zwischen unseren Firmen verletzen würde. Ich hatte nicht erwartet, dass er mir damit drohen würde, Charles nicht mehr zu unterstützen. Wenn das passieren wird, dann bitte. Ich verliere lieber seine Unterstützung, als dass ich Geschäfte mit Leuten ohne Integrität mache. Das ist erstmal eine gute Einstellung. Gut, also es gibt, ne, übliche Probleme der Reichen, ne? Also es gibt genau zwei Dinge, bei denen Freundschaft aufhört. Und das ist Krieg sage ich schon, das ist Geld und Liebe. Ne, also man kann dicke Kumpels sein, aber wenn beide auf dieselbe Frau oder denselben Mann stehen, ne, also egal ob man jetzt, ob das Männer- oder Frauenfreundschaft ist, ne, ist ja heute alles möglich, dann wird es immer schwierig. Und wenn es wie gesagt um Geld geht. So, dann schauen wir nochmal in Trishas Zimmer. Die hat sehr viel Platz, die Gute.
Nicht, geht aber nicht. Exemplarischer Vogelkäfig. Kann man hier vielleicht den Schlüssel schon mal verwenden? Ich probiere einfach mal. Nein, funktioniert nicht. Okay. Bevor ich das jetzt aber aufschreibe, durchsuche ich erst nochmal das Zimmer. Vielleicht finden wir den Schlüssel direkt hier. Warum lassen die eigentlich die Bettlaken immer zurück? Ich verstehe es nicht. Und hier kann ich irgendwie gar nicht durch. Warum ist die Tür überhaupt zugestellt? Kann ich nicht aufmachen. Aha. Oh, da war auch eine Notiz. Trisha hat darum gebeten, dass alle ihre Bücher in ihrem Zimmer ins Krankenhaus gebracht werden. Okay. Da ist ein Schlüssel gewesen. Und eine... Ich nehme erstmal den so aus wie ein Hüttenschlüssel. Ah. Okay, gucke ich mir gleich an. Nochmal wieder ein Tagebuch. Juhu, lesen. Oh, wie süß. Sogar mit rosa Seiten. 13. November 88. Scott ist ein seltsames Kind. Sehr still. Ich finde, die anderen Kinder sollten ihn nicht ärgern und hänseln. Ich frage mich, warum Scotts Eltern ihn nicht wollten. 6. Januar 89. Ich mag die außerschulischen Aktivitäten nicht, vor allem Ballett. Es ist schwierig und langweilig und ich hasse gute Umgangsformen. Was ist falsch daran, ich selbst zu sein? Ich muss nicht wie Mom sein. Ja, diese... Klingt so ein bisschen nach Pubertät irgendwie. 3. August 89. Ich habe Dad eine Weile nicht mehr gesehen. Ich frage mich, wann er zurückkommt. Jedes Mal, wenn ich ins Arbeitszimmer gehe, rieche ich seinen Tabakgeruch. Das ist eine perfekte Erinnerung an ihn, wenn er so lange weg ist. Ich vermisse Dad. Mom arbeitet immer. Sie ist so beschäftigt mit anderen Leuten, dass sie keine Zeit für mich hat. Manchmal frage ich mich, ob Mom mich liebt. Vielleicht sollte ich Dorothy ihre Mutter nennen. Arbeitszimmercode 44871. 44871, okay. Arbeitszimmercode. Ist, glaube ich, unten gewesen. Ich glaube, wir brauchen uns das nicht zu fotografieren, weil wir müssen das jetzt eigentlich hier in dem... Trisha Roberts, ja, ist hier drin. So, also Gartenhütte. Jetzt muss ich nochmal eben aufschreiben. Nachttisch und Schrank. Schlüssel. Okay, wir könnten nochmal diesen exquisiten Schlüssel hier probieren. Nope, funktioniert auch nicht. Alles klar. Der Schlüssel aus Bernhards Schrank, der wird mit Sicherheit auch für Bernhards Haus sein. Wir haben also noch einen Hüttenschlüssel und wir haben den Code fürs Arbeitszimmer. Das ist nicht das Arbeitszimmer, das hier ist das Arbeitszimmer. 44871 war es, glaube ich. Jawohl. So, nächstes Zimmer. Bald haben wir hier alle offen. Erstmal einen Plan. Ah, okay. Vom Erdgeschoss. Bibliothek, Terrasse, Familienzimmer, Weinkeller, wo wir irgendwie nicht reinkommen, weil kein Schlüsselloch. Hauptschlafzimmer, Badezimmer, Galerie, Garage, Wäschküche. Okay. Gut. Weil das. Vielleicht müssen wir. Hier können wir. Moment, ganz ruhig. Ich trinke jetzt erst einen Schluck. Vielleicht finden wir hier die Zahlenkombination für das Bild in der Galerie. Was ist das? Ist ein Buch. Ein einzelnes Buch, was da hinten steht. Da ist noch ein einzelnes Buch. Warum? Das ist merkwürdig. Hier ist keins. Hier auch nicht. Okay. So, hier kann ich eh nichts öffnen. Dann gucke ich mir mal den Schreibtisch an. Ah, natürlich. Hier ist noch die nächste Kombination. Kann ich nichts lesen. Hier kann ich auch nichts nehmen. Okay, war's.
Vivian Roberts medizinischer Bericht. Sehr geehrter Charles Roberts. Vivians Zustand verbessert sich. Sie hat die Tatsache akzeptiert, dass sie nicht mehr schwanger werden kann. Sie benötigt jedoch noch Zeit, um vollständig zu genesen. Eine 6-monatige Rehabilitation ist notwendig. Das ist also der Brief, nachdem kurz nach Trishas Geburt, als sie wieder ins Krankenhaus musste. Ihre Anwesenheit im Krankenhaus macht sie wütend und verzögert ihre Erholung nur weiter. Ich schlage vor, dass Sie von weiteren Besuchen Ihrer Frau Abstand nehmen, bis sie sich besser fühlt und ihre Besuche besser verkraftet. Ja, Entschuldigung. Der Wunsch ihrer Mutter nach einem Jungen als Familienerben hat sie unter enormen Druck gesetzt. Überlegen Sie bitte, ob Sie den Fakt nicht mit Ihrer Mutter besprechen können. Ach so, ja, die Mutter von dem Charles, ja, wollte einen Jungen haben und so weiter. Aber das ist doch... Warum? Also warum muss es unbedingt ein Junge sein? Ich meine, das bei Königsfamilien, ja, kann ich das ja noch verstehen, weil die wollten immer einen männlichen Thronfolger haben und so weiter. Aber das ist doch jetzt... Bitte. Für das Payne Creek Community Hospital steht die Genesung der Patienten im Vordergrund. Unsere Belegschaft wird ihr Bestes geben, um Vivian zu helfen. Ich entschuldige mich für etwaige Unannehmlichkeiten, die Ihnen entstehen. Dr. Henry Johnson. Alles klar. Nein, kannst du auflassen. Hier ist nichts drin. So, was haben wir hier? Aha, ein Taschenrechner und eine Klammerer ist das, glaube ich. Und leer. So, was haben wir denn hier? Gegenstand im Inventar platzieren. Illustrate Medical and Heals Encyclopedie. Oh, 4 rechts, 6 links, 3 rechts. Also das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Buch, um ein Rätsel freizuschalten. Auf der Rückseite steht etwas. Achso, ja. Gut. So, und hier? Irgendwelche Ordner kann ich nicht nehmen, alles da. Und hier brauchen wir wieder einen 4-stelligen Code. Super. Anstatt weitere Lösungen zu bekommen, kriege ich einen weiteren Code. Ja, super. Ich frage mich, ob bei allen Codes, die wir bekommen, immer beisteht, dafür ist das. Es wäre irgendwie cooler, wenn das dann nicht stehen würde, weil dann würde es ja auch Sinn machen, warum ich die ganzen Sachen hier aufschreiben müsste. Alles klar. So, wir haben jetzt hier noch einen exquisiten Schlüssel und den für die Hütte draußen. Ich guck nochmal eben, kann ich nicht hier... hier reinkommen. Hier ist nirgendwo ein Schlüsselloch. Kann ich das vielleicht aufknacken oder sowas? Nö. Scheibe einschlagen einfach. Ist doch egal. Ist doch eh keiner mehr hier. Gut, ich schau mal eben. Haben wir hier unten noch irgendwelche schönen Garage, Hauptschlafzimmer, Badezimmer, Galerie. Ich guck nochmal eben hier vorne, ob da irgendwas war noch. Die ist jedenfalls noch zu. Jawohl. Vielleicht ist ja hier der exquisite Schlüssel für. Ah. Oh, geil. Schick. So, hier kommen sie direkt ins Badezimmer. Das sieht doch sehr verdächtig aus. Der nächste. Zimmer 201. Okay. Jetzt mal kurz die Frage. Das Zimmer 201 aus Anns Gästehaus ist das Zimmer von dem Stephen Moss gewesen. Warum liegt der Schlüssel zu diesem Zimmer im Schlafzimmer der Familie Roberts? Ich wünschte mir manchmal, dass sie so ein bisschen die Sachen kommentieren würde, so von wegen, oh, that's very, very Sheldon oder sowas. Sehr, very strange, irgendwie solche Sachen. So, dann haben wir natürlich Vivian Roberts, das nächste Tagebuch. Montag, 2. Januar 94. Andrew kam vorbei und sagte, dass er keinen Assistenten braucht. Er sagte, Scott ist zu unerfahren und eine Last für ihn.
Was er nicht merkt, ist, dass der Garten in den letzten Monaten nicht gut in Schuss gehalten wurde, dass sein Trinkverhalten lästig ist und dass Scott eigentlich mehr arbeitet als er. Scott lernt schnell. Er sollte sehr bald schneller bei der Arbeit sein. Charles war sowieso derjenige, der darauf bestand, ihn einzustellen. Charles mag den Jungen. Sie haben schon einige Male gemeinsam gejagt und Charles scheint immer froh in seiner Gegenwart zu sein. Ich verstehe nur seine Liebe für die Jagd nicht. Manchmal verbringt er mehr Zeit in seiner Jagdhütte als zu Hause. Dienstag, 3. Januar 94, also einen Tag später. Ich war schockiert, als ich erfuhr, dass Scott nach Sophia herumgefragt hat. Woher weiß er von Sophia? Wer hat ihm von ihr erzählt? Es muss Andrew gewesen sein, dieser Säufer. Ich habe ihm gesagt, dass Sophia weg ist. Seine Halluzinationen werden schlimmer. Er muss zu Henry gehen und mehr Tabletten bekommen. Ich muss Bernard bitten, Scott im Auge zu behalten. Von jetzt an werde ich versuchen mitzubekommen, mit wem er spricht, wen er fragt. Okay, ich habe das Gefühl, diese Sophia, die ja irgendwie verschwunden ist, dass die nicht auf eine normale Art und Weise verschwunden ist, sondern jemand nachgeholfen hat. Und diese Vivian macht sich da gerade sehr verdächtig. Freitag, 8. April 94. Ich habe Oliver angerufen und gefragt, ob der Hauptfotograf für die Spendenveranstaltung zu Ostern sein könnte. Als er fragte, für was dort Spenden gesammelt werden, sagte ich ihm, dass es um Aufmerksamkeit für Paint Squeak geht, für mehr Tourismus in unserer Stadt. Als er das gehört hatte, stimmte er zu. Als ich fragte, was er kosten würde, sagte er, es sei kostenlos. Ich war überrascht, ich schätze seinen Beitrag zu dieser Stadt. Dienstag, 12. April 94. Das Geschäft mit Howard Medical ist durch, genau wie erwartet. Statt glücklich zu sein, fühle ich mich leer. Stumpft die Arbeit mich ab oder ist mir einfach schon alles egal? Samstag, 14. Mai 94. Heute war unser Abendessen ruhig. Charles hat nicht viel gegessen. Er hat mich nach meinem Tag gefragt, aber ich wollte nicht darüber reden. Um ehrlich zu sein, will ich in letzter Zeit überhaupt nicht mit ihm reden. Trisha war auch still. Sie distanziert sich von mir, das fühle ich. Früher hat sie sich mir mit allem anvertraut. Gott, jetzt sprechen wir kaum noch. Ist es falsch, sie davon abzuhalten, Scott zu sehen? Es ist zumindest nicht so, dass du erwarten könntest, dass deine Tochter dir dafür dankbar in die Arme fällt. Komische Frau. Mittwoch, 6. Juli 94. Ich will nicht, dass Trisha weiter in Scotts Nähe ist. Warum wählt Trisha gerade ihn von allen Männern auf der Welt aus? Das ist inakzeptabel. Aber warum? Nein, den hier. Aha. Das sieht doch aus wie so ein Schlüssel für eine Spieluhr. So, den Hut kann ich mir hier angucken, aber den kann ich nicht mitnehmen. Na gut. Sonst steht es ja auch immer unten, wenn ich was mitnehmen kann. Die haben diese riesen Nachttische einfach. Das sind doch total unpraktisch. Und so weit weg vom Bett, da kommt man doch gar nicht dran. Okay. Hochsicherheitsbadezimmer. Ach, das ist nur das Badezimmer von den Eltern gewesen. Alles klar. Okay, wir haben noch einen Schlüssel für eine Spieluhr und wir haben noch den Hüttenschlüssel. Ich versuche nochmal eben oben diese kleinen Kasten, der bei der Trisha stand, ob ich da was machen kann mit. Ein Schlüssel im Spender, den man meist für Spiel- und Wanduhren benutzt. Für Spiel- und Wanduhren. Okay, ich suche nochmal eben gerade hier nach. Da ist eine. Na gut, eine Spieluhr, Wanduhr. Hier vielleicht? Ah, da ist doch ein Loch. Ich brauche einen Gegenstand vielleicht. Ah. Hihi. Nichts passiert. Oh.
Ach so, oh, ich muss hier eine Kombination eingeben. Okay, ich brauche noch mal eben einen Hinweis. Wo war denn noch mal das mit dem T? Warte mal. Ich habe doch, glaube ich, was. Nein, das war nicht richtig. Was fotografiert dazu? Teezeit ist um 15:20 Uhr pünktlich. Um 15:20 Uhr. Also geht schneller, okay. Oh, ich liebe es, wenn Sachen klappen. 18. Juni 1975. Liebe Vivian, ich schreibe dir nicht als Arzt, sondern als Freund. Okay. Ich weiß, du hast Charles nie ganz vertraut. Jetzt, dass eine Affäre bekannt geworden ist, macht es keinen Sinn mehr, das abzustreiten. Wenn du Trisha und dich beschützen willst, gibt es nur einen Weg. Du musst dafür sorgen, dass Sophia und das Baby Charles verlassen. Sie müssen Payne's Creek verlassen. Dafür wirst du natürlich Entschädigung leisten müssen. Der Vater, also Charles, hatte die Affäre mit Sophia und sie hatten ein Kind? Charles muss wissen, dass das öffentliche Bekanntwerden seiner Affäre seinen politischen Status zerstören wird. Die Bürger vergeben nicht so gerne, wenn der Bürgermeister, dem sie vertrauen, in solch einen Skandal verwickelt ist. Ich gehe davon aus, dass Charles versuchen wird, das Kind ins Familienregister aufzunehmen. Ich würde dasselbe tun, wenn ich er wäre. Er ist immerhin ein Junge und er könnte den Familiennamen weitertragen. Wenn das passieren sollte, weiß ich nicht, was mit dir geschehen wird. Oh. Aber was ist mit dem Jungen passiert? Vivian, ich habe sehr genau über deine Bitte nachgedacht und hier ist meine Antwort. Ich habe ein neues Rezept für deine Schwiegermutter Magdalene erstellt. Es hat die dreifache Stärke ihrer üblichen Dosis. Detaillierte Informationen schicke ich mit der Medizin zusammen. Solltest du dich dafür entscheiden, es zu tun, musst du die Medizin vorsichtig verabreichen, damit niemand etwas merkt. Ruf mich an, wenn du Fragen hast. Henry Johnson. PS, pass auf, dass niemand sonst im Anwesen davon nimmt. Hat die Vivian etwa die Magdalene, die Mutter von Charles, getötet mit Medikamente? Okay, aber was ist denn jetzt mit dem Jungen und mit der Sophia? Also gut, Sophia musste verschwinden. Ist sie offensichtlich auch. Und ich vermute, Sophia ist das Mädchen, was wir halt gesehen haben. Also, ne, für alle, die es nicht wissen, die hier. Ne, wir haben sie fotografiert. Das müsste, glaube ich, die Sophia sein. Aber was ist mit ihrem Sohn passiert? Moment mal. Oh mein Gott. Ich habe gerade eine Idee. Der Charles und der Scott, die haben sich ja sehr gut verstanden. Was ist, also ich weiß jetzt gerade das Datum nicht, aber es könnte passen. Was ist, wenn der Scott, der Sohn von Charles und Sophia ist. Ich meine, so gesehen ist er dann auch der Halbbruder der Trisha gewesen. Oh, das würde auch erklären, warum sie so viel dagegen hatten, dass der Scott mit der Trisha sich trifft. Okay. Langsam wird aus der ganzen Sache ein Schuh. Oh mein Gott. Ich wette, der Scott ist der Sohn von Charles und Sophia gewesen. Mein Gott. Ich gehe jetzt erstmal in der Hütte gucken, was da so Schönes ist.
Habe ich eigentlich sonst noch irgendwelche Schlüssel? Ach ja, Zimmer 201 hatte ich noch und ich habe dieses merkwürdige Buch mit der Kombination. Es funktioniert nicht. Das ist eine Zahlenkombination. Okay, Moment, ich schreibe erstmal auf. Garten, Hütte. Ach so, Moment, Moment. Das hier, der Schlüssel, beliebt bei Jagdhüttenbesitzern in den 70ern. Alles klar, es ist nicht für hier, es ist für die Jagdhütte, die hinten hinterm Spielplatz liegt. I see, alles klar. Okay, dann kann ich hier, glaube ich, gerade erstmal nichts mehr machen. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Sachen hier habe zum Aufschreiben, aber ich würde es erstmal dabei belassen. Oh Mann, ey. Einfach so dieser Moment, wenn du realisierst, oh mein Gott, so und so ist das, so und so hängt das zusammen. Wenn du diese einzelnen Puzzlestücke bekommst und dann kannst du diesen einen für sich zusammengelegten Puzzlehaufen, den anderen für sich zusammengelegten Puzzlehaufen auf einmal miteinander verbinden. Wenn dieses eine Puzzlestück da reinkommt, was eben alles, das alles Sinn ergibt. Das liebe ich ja an solchen Spielen. Okay, also, ich würde aber sagen, bevor wir zur Jagdhütte gehen, schauen wir doch erstmal bei Zimmer 201 vorbei, weil es auf dem Weg liegt. Mehr oder weniger. Aber das ist nur ein einzelner Raum. Das ist mir gerade nochmal lieber, als dass wir, bevor wir jetzt in eine neue Hütte gehen. Oh Mann. Okay, so, und dann schließen wir mal auf Zimmer 201. Wahrscheinlich ist der Koffer auch wieder verriegelt und verrammelt. Hier ist nichts drin. Ich gehe jetzt nochmal kurz ins Badezimmer, weil ich schätze mal, hier wird auch nichts Spannendes sein. Licht geht natürlich nicht. Na, hier ist nichts. Kann ich manchmal diese Bibel aufheben, manchmal nicht. Ich verstehe das nicht. Das macht aber keinen Sinn. Also, hier ist ein Aktenkoffer. Fotos. Ah, oh. 3,29,97. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obwohl, jetzt ist einfach das Datum, ne? The code is Calvin's date of birth. Da oben steht jemand drauf. Payne Creek Community Hospital. Ach so, das ist glaube ich das gewesen, wo sich jemand in den Tod gestürzt hat, oder? Wo diese weiße Markierung unten waren. Where can I find the key? Moment. Vor allem, wo ist das? Was ist das da hinten, dieses Weiße? Also es ist auf jeden Fall ein Kreuz, es muss in der Kirche sein. Bild. Und ein Notizbuch. Bernard Hopkins, Vater starb beim Minenunfall. Er war zu Hause, als Vivian ermordet wurde. Kein Alibi. Mal eine Zusammenstellung von Informationen. Befragung von Dorothy, Befragung von Mary morgen im Moon Café. Treffen mit dem Sheriff am 11.05. um 10 Uhr beim Außenposten. Er erwähnte mir einige Akten zeigen zu wollen.
Ich habe ein verstecktes Fach in der Rezeption des Gasthauses gefunden. Das ist ein Teil der Theke. Es geht schwer auf. Der Riegel ist in einer der Ecken. Dort verstecken sie interessante Dinge. Alles klar. Das schauen wir uns gleich mal an. Und hier brauche ich wieder einen Schlüssel, den ich natürlich nicht habe. Okay, dann. Gasthaus, Zimmer 201, Schlüssel. Okay.